Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal hier ins Schlafzimmer zurückverzogen, weil, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Weil ich mit euch reden möchte. Was soll ich sagen? Ich bin echt irgendwie ein bisschen aufgeregt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dieses Video jetzt eigentlich so richtig anfangen soll. Ich habe gestern mit meinem Mann ein Gespräch gehabt. Nein, ich habe nicht ein Gespräch gehabt. Ich habe das Gespräch gehabt. Und ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach wirklich von Anfang an, also wirklich von aller Anfang an mit. Oh ja, ich stammel hier so durch die Gegend und ihr wisst immer noch gar nicht, worum es geht. Wer mir schon länger von euch folgt hier auf meinem Kanal, weiß, dass ich schon zwei Kinder habe und relativ schnell nach der Geburt von meinem zweiten kleinen Sohn ist für mich überraschenderweise der Wunsch entstanden, noch ein Kind zu bekommen. Ich war von diesem Wunsch ehrlich gesagt selber so ein bisschen überrascht, weil mir das irgendwie gar nicht so bewusst war, dass ich mir tatsächlich auch zwei Kinder vorstellen kann. Und der Wunsch, der war wirklich tatsächlich relativ früh, relativ krass auch bei mir da. Und ich habe das jetzt viele Monate so für mich einfach behalten. Mein Mann und ich haben da nicht drüber gesprochen, weil es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt war und ich mir da irgendwie erstmal selber klar werden musste, ist das jetzt alles hormongesteuert oder wo kommt das her? Und ich muss schon sagen, dass der Wunsch wirklich extrem, extrem krass bei mir war. Also ich würde fast sagen, dass das eigentlich mit vom Wünschen her, von den Gefühlen her krasser war als vor der ersten Schwangerschaft, also beim ersten Kinderwunsch und auch beim zweiten. Also ich muss wirklich sagen, dass mich das Thema ganz, ganz, ganz massiv beschäftigt hat und ich wirklich gedacht habe, also wenn es nicht klappen sollte oder wenn auch mein Mann dem nicht zustimmen würde, wüsste ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil der Wunsch wirklich relativ krass bei mir war bzw. ist. Und ich mir auch wirklich total unsicher war, was mein Mann überhaupt dazu sagen wird. Weil dass wir zwei Kinder wollen und das war eigentlich von Anfang an klar, aber bei einem dritten, das kam wie gesagt für mich selber sehr überraschend und ich war mir absolut unsicher, was mein Mann dazu sagen wird. Und wie gesagt, habe das jetzt viele Monate mit mir rumgetragen und gestern Abend, Gott, ich war so nervös. Ich war so nervös gestern Abend, als beide Kinder im Bett waren und wir dann zu zweit im Wohnzimmer saßen, habe ich gedacht, ich muss es jetzt einfach ansprechen. Ich muss ihn jetzt einfach fragen, was er davon hält, beziehungsweise ihm von meinem Wunsch erzählen. Ja, und was soll ich sagen? Er hat zugestimmt. Ich bin total überwältigt. Ich freue mich unglaublich. Ich bin vor allem massiv erleichtert. Also ich habe wirklich, muss ich gestehen, auch so ein bisschen Angst gehabt, dass er sagt, nein, er kann sich unter gar keinen Umständen noch ein weiteres Kind vorstellen. Und ich bin einfach wirklich überglücklich gerade, unfassbar erleichtert. Und bin auch irgendwie schon total aufgeregt. Also diese ganze Thematik. Puh, wir wollen tatsächlich ein drittes Baby. Noch nicht jetzt sofort. Also dafür ist mir der Leo ehrlich gesagt noch ein bisschen zu klein. Aber ich weiß jetzt, dass wir es auf jeden Fall versuchen wollen. Und wie gesagt, wollte euch da gerne wirklich jetzt von Anfang an mitnehmen.
euch teilhaben lassen an allem, was ich tue, an meinen Gedanken, an ja, dem Gefühlschaos, was vielleicht entstehen wird. Ja, weil ich weiß, ich schreibe ja mit ganz vielen von euch auch auf Instagram und viele haben sich ja gewünscht, dass ich ja auch so ein bisschen mit in dieser spannenden Phase schon meine Erfahrungen teile und ja, finde es eigentlich ehrlich gesagt auch ganz schön, das auch für mich dann jetzt so festzuhalten, weil für viele ist ja diese Kinderwunschphase was ganz Privates, was ganz Intimes, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Das habe ich bei meinen ersten beiden Schwangerschaften bzw. in der ersten beiden Kinderwunschphasen ja auch so gemacht. Und ja, man findet eben auch relativ wenig darüber, wenn man sich da informieren möchte oder wenn man einfach ja erfahren möchte, wie es da vielleicht auch anderen ging. Und deswegen habe ich gedacht, ja, starte ich jetzt so eine ja, so ein Kinderwunsch-Tagebuch und werde euch da mitnehmen. Und ich freue mich, dass ich mich hier auf meinem Kanal wieder mit dem Thema beschäftigen kann. Ich hoffe sehr, dass ja, aus dieser Videoreihe etwas ganz Großes wird, etwas ganz Wunderbares, nämlich hoffentlich unser drittes Kind, unser drittes Baby. Ich finde es so unfassbar schön, das auszusprechen. Ja, es macht mich sehr, sehr glücklich. Und ja, ich freue mich, euch ja, bei diesem Thema einfach mitzunehmen. Genau. Ja, heute dachte ich, mache ich mal wieder ein Update bezüglich ja, Kinderwunsch. Es sind jetzt ein paar Monate vergangen, seitdem ich dieses Video sozusagen begonnen habe. Und ich dachte, es gibt heute mal ein Zyklus-Update für euch, dass ich euch da einfach mal so ein bisschen ja, abhole, wie ist mein Zyklus aktuell, wie lange ist der Zyklus und was ich gegebenenfalls auch schon mache. Denn ich muss sagen, so ein bisschen steigt die Nervosität bei mir, denn ich fange tatsächlich schon aktiv an, ja, meinen Körper so ein bisschen vorzubereiten, ja, für den großen Zeitraum, wenn es dann tatsächlich losgeht. Und wenn ich so ja, drüber spreche und drüber nachdenke, ich werde tatsächlich super nervös. Ich ja, freue mich einfach, dass ich jetzt wirklich schon aktiv was tun kann und ja, dementsprechend, ich habe es ja versprochen und ich möchte es auch euch gerne auf dieser Reise so ja, detailliert und so intensiv wie möglich mitnehmen und deswegen ja, dachte ich, gibt es heute mal ein Update für euch. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Kaffee hier auf dem Bett gut. Und zwar fangen wir mal einfach an mit dem Zyklus. Ich habe angefangen, sobald ich wieder meine Periode bekommen habe, nach der Geburt von Leo sofort zu dokumentieren. Einfach auch, um zu schauen, wie regelmäßig ist er jetzt denn eigentlich gerade. Und ich habe meinen ersten Zyklus bekommen, kurz nachdem Leo ein Jahr alt geworden ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gestillt, tue ich jetzt auch noch. Zwar relativ wenig, aber nichtsdestotrotz. Also wie gesagt, nach einem Jahr. Und der erste Zyklus war eigentlich sehr, sehr toll. Der war 29 Tage. Der zweite Zyklus, da ist es dann tatsächlich schon, ja, ich sag mal in Anführungszeichen eskaliert, der war dann tatsächlich 42 Tage lang und der dritte Zyklus war 34 Tage lang. Ich kann mir das nur so erklären, dass der erste Zyklus so toll war und der zweite absolut katastrophal, weil ja bei mir auch eine ganz bestimmte Erkrankung dazwischen gekommen ist. Ich glaube, wir haben sie mittlerweile alle gehabt. Ich glaube, wir können uns, ja, keiner kann sich davor verstecken. Also ich werde jetzt nicht genau den Namen nennen, aber ihr wisst bestimmt, um was es sich für eine Erkrankung gehandelt hat. Ich bin froh, dass ich einen relativ leichten Verlauf hatte. Also ich habe eigentlich gar nicht wirklich irgendwas gemerkt, außer ein bisschen Erkältungssymptome. Aber ansonsten war eigentlich tatsächlich alles gut. Aber das hat mich dann tatsächlich doch so ein bisschen ja, erschrocken und auch zum Nachdenken gebracht, was dann vielleicht doch alles im Körper noch so passiert, was man vielleicht alles so gar nicht merkt. Und ich habe dann wirklich auch ein bisschen angefangen, Angst zu bekommen, dass das jetzt langfristige Auswirkungen hat. Und habe dann wirklich einfach fleißig weiter dokumentiert. Der nächste Zyklus war dann, Sekunde, ich schaue kurz nach, war dann wieder 32 Tage, also es ist wieder so ein bisschen rückläufig gewesen. Dann hatte ich aber wieder einen Zyklus von 39 Tagen. Und genau, im aktuellen Zyklus bin ich jetzt ja mehr oder weniger kurz vor Eisprung. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, das ist mir viel zu sehr
Schwankungen drin. Ich habe noch nicht angefangen, Ovulation zu messen. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh. Aber es hat mir schon gezeigt, dass da irgendwas in meinem Körper noch so ganz und gar nicht in Ordnung ist. Und habe deswegen in diesem Zyklus, angefangen mit Zyklus Tag 1, wieder Mönchspfeffer zu nehmen. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, bevor ich mit Leo schwanger geworden bin, also vor meiner zweiten Schwangerschaft. Da der Zyklus auch so ein bisschen unregelmäßig war. Und ich habe dann mich informiert, was kann ich tun, ohne da ja großartig hormonell und so weiter einzugreifen, und bin dann eben aufs Mönchspfeffer gekommen. Und ich muss sagen, als ich das genommen habe, hat sich der Zyklus so doll krass eingependelt. Und ich bilde mir ein, dass er mir tatsächlich auch bei meinem Kinderwunsch zur zweiten Schwangerschaft unglaublich geholfen hat. Ich verlinke euch gerne alles, was ich so nehme jetzt und dann auch in Zukunft nehmen werde. Ich halte euch ja hier weiterhin auf dem Laufenden. Werde ich euch unten verlinken. Wie gesagt, den hier habe ich auch schon genommen. Den kann ich auch tatsächlich empfehlen. Was mir wichtig war, ich zeige euch gerade mal, das sind so ganz normale... Das sind so ganz normale... kleine Kapseln hier. Also ich habe kein Problem damit, sowas zu schlucken. Man kann die mit Sicherheit auch, wenn man das nicht schlucken kann, aufmachen und das irgendwie vielleicht mit Wasser oder so vermischen und dann trinken. Ich finde sie relativ geschmacksneutral, also ich merke da eigentlich gar nichts von. Und was mir eben wichtig war, da ist ja jetzt nicht nur rein dieser Mönchspfeffer drin, sondern da ist ja auch in solchen Kapseln immer so ein bisschen Füllmaterial drin. Und mir war da ganz, ganz wichtig, dass ich bei solchen Kapseln nicht irgendwie noch zusätzlichen Müll zu mir nehme, sondern dass da ein Füllstoff drin ist, der ja mich nicht belastet, der vielleicht im besten Fall sogar noch gesund ist. Und das ist hier Leinsamenmehl. Also absolut unbedenklich und vielleicht sogar noch gut für den Körper. Also ich mag Leinsamen auch so sehr, sehr gerne. Die sind ja für viele, viele Dinge im Körper ganz wunderbar. Deswegen, die kann ich euch wirklich empfehlen. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr gespannt, ja, wie sich das in meinem jetzigen Zyklus dann auswirkt. Also ich meine, bei Leo damals habe ich das sehr, sehr schnell gemerkt, dass der Zyklus dann richtig, richtig toll regelmäßig geworden ist und auch der Eisprung verlässlich war. Und deswegen habe ich jetzt eben angefangen, das zu nehmen, weil ich gedacht habe, je früher ich einen regelmäßigen, tollen Zyklus habe, desto besser kann sich das ja nur dann auf den Kinderwunsch auswirken, beziehungsweise auf das Entstehen einer Schwangerschaft, wenn es dann, ja, ins Eingemachte geht sozusagen. Und ja, was jetzt dann eben ansteht, ich werde mir einen Frauenarzttermin noch geben lassen für Herbst irgendwann, um da einfach nochmal, ja, zu kontrollieren, einfach auch nochmal mit meinem Arzt zu besprechen, spricht irgendwas gegen eine dritte Schwangerschaft, ist alles soweit in Ordnung, einfach nochmal so ein Check-up zu machen, vielleicht auch nochmal Blutwerte kontrollieren. Ich hatte ja bei beiden Schwangerschaften Schilddrüsenunterfunktion, das heißt, da habe ich direkt am Anfang der Schwangerschaft dann auch angefangen, Schilddrüsenmedikamente zu nehmen. Einfach mal abklären, sollte ich das vielleicht jetzt schon vielleicht auch im Vorhinein nehmen oder sind die Werte gerade in Ordnung? Wirklich nochmal alles, wie gesagt, durchchecken, Gebärmutter und so weiter und Blutwerte. Einfach nochmal mit ihm sprechen und dann eben auch schon nachfragen, ob ich dann vielleicht auch schon mit Folsäure anfangen kann. Das habe ich bei beiden auch immer schon direkt von Anfang an genommen, bei der aktiven Phase sozusagen, dass wirklich, sobald eine Schwangerschaft entsteht, nicht dann erst der Folsäurevorrat im Körper aufgebaut wird, sondern eben schon vorher auf einem guten Level ist, dass das da von Anfang an das Baby gut versorgt ist. Und das sind jetzt so Sachen, da geht es jetzt wirklich schon dran, ja, aktiv was zu machen. Und das, ja, versetzt mich in unglaubliche Vorfreude. Es ist wahnsinnig aufregend irgendwie jetzt schon, obwohl ja noch gar nicht viel passiert. Also ich meine, ich nehme jeden Tag so eine Tablette und werde jetzt demnächst mal einen Frauenarzttermin machen. Also es ist ja noch nicht, dass da wirklich was schon passiert und dass man dann irgendwie, keine Ahnung, auch schon hibbelt. Aber es ist irgendwie toll zu wissen, man bereitet sich jetzt schon vor, man unternimmt gewisse Dinge, um dass es dann eben auch zur entsprechenden Zeit dann losgehen kann. Und ich freue mich. Ich freue mich, euch da jetzt schon von Anfang an so mitzunehmen. Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Ich glaube, dass es wirklich wahnsinnig schnell gehen wird, bis wir es aktiv probieren werden. Es steht bei mir in der Zeit jetzt einiges an. Wenn ihr meine Vlogs auch sonst verfolgt auf diesem Kanal, dann habt ihr ja mitbekommen, was in der Zeit jetzt aktuell alles noch bei mir ansteht, beruflich und so weiter. Also richtig, richtig spannend. Und ja, ich würde sagen, für dieses Update war es jetzt wieder. Und ja, wahrscheinlich sehen wir uns dann wieder, wenn ich das nächste Update filmen, wenn es zum Frauenarzt geht.
long as we had each other. Oh, everything was black and white when we were young.